Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus, das jetzt sich. Ja, wie man hinter mir unschwer erkennen kann, heute nicht aus dem Badezimmer. Heute kommt das allseits gefragte Video, welche Software nutze ich? So, eins vorab, die Software nennt sich Shaving Buddy. Sie wurde ursprünglich für Android und iOS angeboten. Ursprünglich, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich habe jetzt hier vor mir noch mein Android-Tablet stehen, das allerdings auch mittlerweile relativ aktuell ist. Von daher werden wir gleich gucken, wie wir die Software installiert bekommen auf unser Gerät. Also zumindest jetzt auf dieses Gerät, was ich hier vor mir habe. Es kann sein, dass es bei euch anders ist. Und ihr werdet auch gleich eventuell auch hier sehen, wieso, weshalb, warum. So, das Kamerabild bleibt jetzt hier, ich sag jetzt mal an, das wird minimiert oder vielleicht auch ganz ausgeblendet. Muss ich gleich mal gucken, aber halt über mein, ich sag jetzt mal, über meine normale, gewöhnliche Hauptkamera nehme ich definitiv heute das Audio auf. Der Rest wird gleich auf dem Tablet laufen und vielleicht auch noch ein kleiner Teil auf meinem A51. Das ist gerade noch ein bisschen am Aufladen, weil wie immer, wenn sowas ist, man denkt natürlich nicht, seine Geräte vorher alle voll zu machen, ne? Klaus hat mich gepennt, weil... Ich sag mal, das Einfügen oder das Hinzufügen, ich sag jetzt mal von Software und Hardware in den Shaving Buddy, würde ich dann vielleicht doch schon lieber auf dem, obwohl ich kann es auf Tablet machen, ist nicht ganz so dramatisch, schluckt eh nicht viel. So, als erstes starte ich jetzt mal auf dem Tablet die Bildschirmaufnahme. Ah, das fängt schon, naja, gut an, ist jetzt der falsche Ausdruck. So, jetzt starten. Ist hier ein bisschen anders, aber auch im Endeffekt 3, 2, 1, meins. So, jetzt solltet ihr eigentlich schon den Homescreen von meinem Tablet eingeblendet haben. Ist immer so, was hier sonst noch so drauf, YouTube, Prime Video und Co. ist eigentlich relativ uninteressant. Uns geht es hier heute um diese schöne App, die ich jetzt hier gerade eben einmal aufmache. Also, wie man hier sieht, ich starte sie einmal ganz kurz, sie funktioniert. So, da wir jetzt aber die natürlich installieren wollen erstmal und überhaupt erstmal gucken wollen, wo wir sie herkriegen, schmeiße ich sie jetzt erst einmal runter. So, möchtest du die App installieren? Bliblablub, wird deinstalliert. Und das Icon müsste auch gleich verschwinden. Hokus pokus, weg ist es. So, der geneigte normale Nutzer würde jetzt sagen, ich mache meinen Play Store auf. Wie wir es jetzt hier gerade tun. Bitte verzeiht es dem Gerät, es ist nicht gerade das zügigste, aber es funktioniert an sich noch im ausreichenden Maß. Es ist halt, naja, eigentlich nur für die Badewanne, um mal ein bisschen Video abends zu gucken, wenn man halt mal ein bisschen drin rumgammelt. So, Rödel, Rödel, Kasper, Kasper. Ich muss zugeben, ich hätte vielleicht vorher mal alles aktualisieren sollen, habe ich jetzt nicht gemacht. So, die App hieß Shaving Buddy. Shaving Buddy. Einmal auf das Ding hier. So, wie wir sehen, bekommen wir jetzt hier im Endeffekt nur ja, so ein paar Spiele-Apps, irgendwas von Philips Consumer Haarschneider Simulator. Ja, alles so schön. Ja, ist es jetzt bös gemeint, wenn ich jetzt sage, irgendwelche Kiddie-Spiele, aber das hat letztendlich mit Rasieren nichts zu tun. So, das heißt, dadurch, dass es jetzt aus dem Store rausgeschmissen wurde, müssen wir jetzt leider mal ein bisschen, wie man so schön sagt, Tante Google benutzen. Fluppdiwupp, ich nutze jetzt hier zwar einen anderen Browser, aber daran soll es jetzt nicht liegen. So, irgendwas, was man nicht sehen darf, nur alles toll. So, suchen wir mal hier Shaving. Buddy und eine Android Packet Installation File heißt APK. Sorry, APK. So, auf die Art und Weise finden wir das Tierchen schon mal. Oder sollten wir es finden. Das nehme ich in der Regel immer, ja, Softonic ist okay, Aptoide könnte man auch nehmen, APK Pure, das sind halt alles so alternative Play Stores. Ob ihr das nehmt oder nicht, sollt, müsst ihr euch jetzt selber also überlegen. So, wie man hier unten noch sieht, appsapple.com. Also jetzt einmal so im mittigen Bereich hier auf dem Screen seht ihr, die App gibt es definitiv für iOS. Also könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken.
So, hier auch nochmal Shaving Buddy ist eine Dingsda-Bumster für Liebhaber der klassischen Rasur. Ich drücke mal eben kurz drauf. Ich müsste in den Play Store kommen und angezeigt kriegen, ist nicht für mein Gerät kompatibel. Ist auch der Grund, warum es in den Suchergebnissen eigentlich nicht auftaucht. Flup, flup, flup. Dauert natürlich wieder ein bisschen. Ist jetzt hier nicht gerade das schnellste Gerät. Nein, doch. Okay. Ja, wie auch immer, zeigt er uns an, dann können wir uns den Umweg über APK Pure oder ähnliche alternativen Stores oder Websites sparen. Ja, weiß ich nicht, ob es da auch nochmal ein Video zu geben sollen müsste. Kurzes Dropdown-Menü. So, wie man sieht, es läuft auch noch auf dem Samsung oder würde auf diesem Tablet laufen. Warum es gerade in den Suchergebnissen nicht war, ehrlich gesagt, tut es mir leid, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schieben wir nochmal kurz hoch. Ja, ich bin Beta-Tester. So, wie man rechts unten sieht, kommt das aus Deutschland. RTS Development. Wenn jetzt hier irgendwo erkennen, wann das letzte Mal aktualisiert wurde. Version 2222 2019, also ist jetzt mittlerweile auch schon wieder, ja, 5 Jahre her, leider. Also jetzt nochmal hier bitte an den Entwickler, falls das einer sieht. Wäre schön, wenn da mal so ein bisschen nachgelegt werden würde. Ja, cool. Also gerade ich mit meinem neuen Pixel, ich würde es da natürlich auch liebend gerne drauf nehmen, genauso wie halt dieser Cloud-Sync, sage ich jetzt mal. Wäre eine schöne Sache, also wie jetzt gesagt, hier nochmal an den Entwickler RTS App Development. Wäre eine coole Sache. Das ist die Sache, installieren wir es einfach im Play Store oder installieren wir es extern. Ich sag mal, beim Play Store brauchst du jetzt nur auf Installieren drücken, Thema gegessen. Ich nehme jetzt mal die umständliche Variante. So, nehmen wir jetzt mal hier hin. No, APK Pure habe ich auch schon benutzt. Wie gesagt, wie. Ich sage jetzt mal auf doof, virenfrei oder sauber die Sachen sind, müsst ihr euch selbst überlegen, woher ihr es holt. Ich sage mal, im Optimalfall nehmt das natürlich auch den offiziellen Stores. Aber das ist jetzt nur so meine kleine Meinung. So. Flugdiwupp, Download APK. Download in Progress. Dauert mal kurz, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Möchtest du trotzdem herunterladen? Ja, also man kriegt ja auch die Meldung, ist nicht aus dem offiziellen Store, könnte schädlich sein. Also ich lade es jetzt einfach mal runter. Also hier auf dem Ding ist jetzt nichts Dramatisches drauf, keine Bankdaten oder ähnliches. Also erstmal halb so wild. So, AP Shaving Buddy. So, da ist er. Beim Parsis-Paket ist ein Problem aufgetreten. Okay. Oder ist er noch nicht fertig? So, möchtest du die App installieren? Jupp. Ja, also Fehler müsste eigentlich da, aufgrund dessen, dass es noch nicht komplett runtergeladen war. Wie gesagt, das Tablet ist jetzt nicht mehr alt. Das allzu zügigste, es ist zwar schön, dass es auf, ich glaube, Android 13 oder was geupdatet wurde, aber hat ein bisschen wenig RAM und ja, der Klaus ist arm. Nein, eigentlich nicht. Ich bin nur geizig, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dafür, dass ich es so wenig benutze, sehe ich gerade nicht ein, neues zu kaufen. So, öffnen. Fluppdiwupp.
Wir sehen kurz einen weißen Screen. Das Aufnahmetool nach unten schieben. Dort einen kurzen Augenblick. So, da haben wir es jetzt. So, wir können eben einmal kurz auf Einstellung gehen. Wie ihr seht, ich habe einen Haken bei Premium-Version drin. Ich habe die App halt mal vor 6 Jahren knapp im Google Play Store ganz normal gekauft. 2,29 oder irgendwie sowas. War noch nicht mal teuer, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugestehen. Wie gesagt, wäre halt schön, wenn der Entwickler vielleicht auch noch mal ein bisschen dran feilen würde, halt auf eine aktuelle Version bringen und ähnliches. Aber ist jetzt noch eine andere Geschichte, da kommen wir halt später zu. Man sieht halt Backup erstellen, Backup wiederherstellen, Cloud Sync, ja, ist Beta, funktioniert nicht so wirklich. Also ein Backup erstellen und wiederherstellen kannst halt irgendwo auf dem Speicherbereich von dem Tablet oder von dem Handy machen, auch auf eine SD-Karte, wenn du eine dran packen kannst oder ähnliches. So, um die Einstellung soll es sich gehen, ihr habt jetzt kurz gesehen. So, die App ist da, die App läuft. Ich glaube, in einer Testversion sind es 5, also 5 Gegenstände, je Kategorie, die du reinpacken kannst. So, gucken wir uns jetzt mal ganz, ganz kurz einmal an. Einmal unter Sammlung. So, wie wir sehen, haben wir nichts. So, jetzt gehen wir auf Rasierer. So, jetzt haben wir Rasierer leer. Gehen oben rechts einmal aufs Plus. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe mir jetzt hier mal so einen einfachen 0815 Tech rausgesucht. Einfach als Beispiel. Gillette Tech. Tech Ballend. Also, weil es halt ein Ballend-Griff ist, den gibt es auch noch ein paar andere Sachen. So, jetzt können wir auf Kategorie gehen. Dann geht hier unten so ein Pop-Up auf. Single Edge, Cartridge, Chavette, Rasiermesser, Double Edge. Fertig, oben auf Speichern und wie wir sehen, haben wir unser erstes Gerät da drin. So, machen wir weiter mit Klingen. Ich habe jetzt hier mal so ein Sammelsurium einfach rausgeholt. So, Asco Platinum Blades, schmeißt das einfach mal rein. Auch hier wieder oben auf Plus, Hersteller. Platinum Blades Kategorie natürlich wieder Double Edge. Wieder auf Speichern. Wir können nochmal eben kurz drauf drücken. So, wir sehen, alles passt. Asco Platinum Blades Double Edge. Fluppdiwupp zurück. Haben wir unsere Klinge letzten Endes auch drin. So, was brauchen wir noch für eine vernünftige Rasur? Einen Pinsel. So, habe ich jetzt mal hier einfach so einen Plisson Locatian Edition ausgesucht. Den gab es mal bei Locatian, also im Shop. An der Stelle, falls einer davon also weiß, wo man noch die Rasierseife bekommt, oder? Ich muss mal gucken. Ich will auf jeden Fall nur die Rasierseife davon haben in dieser Blechdose. Ich glaube, die Blechdose gab es nicht mehr. Ich glaube, Refills gibt es noch, aber ja, egal. So, Hersteller ist Plisson, nicht Locatian. Sich nur da eingekauft, wo man das Ding halt herkriegt. Jetzt kannst du natürlich hier rumzaubern mit den ganzen Buchstaben, die es hier alle gibt. So, OCCI-TE. So, Kategorie. Der ist tatsächlich ein Synthetik. So, damit hätten wir unseren Pinsel im ganzen System. Pre-Shave haben wir jetzt mal ausnahmsweise keinen. Rasierseife habe ich meine Shibusa 2 rausgesucht. Die kommt dann unter Schaum rein. Im Endeffekt, das Anlegen der einzelnen Sachen ist immer nach demselben Prinzip. Also, da gibt es jetzt
keine Differenzen weiter außerhalb dieser Kategorien. Klar ist jetzt beim Schaum die Kategorie anders halt als bei den Rasierern oder Rasierklingen. Na klar, Seife, Creme und ähnliches. So gut für Last Mile und dann mal so für den inneren Monk. Shibusa 2. Ja. Kategorie. Wie sind Creme, Seife, Öl? Wäre vielleicht noch interessant, noch sonstiges oder anderes. Ich meine, man kann natürlich auch keine Kategorie nehmen, weil ich habe da noch so etwas Spezielleres. Kommt doch, ich mache gleich noch ein. Guckt man ja noch ein Rasurvideo, muss ja heute da was runter. Ich habe noch ein kleines Feature, das kann ich dann mal reinschmeißen. Nach dem Video auch, ist auch mal wieder was Neues. Nee, eigentlich nicht, ich habe mich damit schon rasiert. So, zu guter Letzt haben wir noch ein Aftershave rein. Da, Pitralon Original. Ja, ich weiß, der Ralon riecht originaler, aber Ralon mag ich nicht. Deswegen das. So. So, hier hätte man jetzt das Thema auch noch weiter spinnen können mit Kategorie. Ist es ein Aftershave, ist es eine ASB, ist es ein EDT, also Eau de Toilette oder ähnliches. Aber wollen wir mal nicht abschweifen. Können wir uns auch sparen. So, speichern. So, zurück die ganze Sache. Zusätzliche Pflege. Kommen wir zum Pre-Shave. Ne, stimmt nicht. Pre-Shave hat ja sogar eine eigene Kategorie. Irgendwelche Sonderbehandlungen. Wie auch immer. Ja, wie halt der Name schon sagt, zusätzliche Pflege. Theoretisch könnte man da jetzt auch den Lounge-Stick mit reinschmeißen oder irgendeine Wundsalbe. Irgendwie mal als Alternative zum Alone halt Zinksalbe, medizinische. Die tut dann auch eben. Entschuldigung, der Stuhl quietscht. Ja, ich muss dann mal ein paar Schrauben festdrehen. So, jetzt haben wir letzten Endes einmal alles eingepflegt in das ganze System, um halt eine Rasur halt anzulegen. Das machen wir jetzt auch einfach mal halt, also Shape of the Day. So, gehen wir einfach mal hier oben drauf, neue Rasur. Ich meine, klar, wir haben jetzt hier keine Auswahl. Klinge, Pinsel, Pre-Shave gab es nicht. Einen Schaum können wir natürlich auswählen. Aftershave können wir auch auswählen, sondern wie wir unten sehen, im Endeffekt meine berühmt-berüchtigten Sterne, ne, was auch immer, 2,5. Unter Kommentar kannst du jetzt noch anfangen, ein Tagebuch zu führen. Also, wenn du willst, kannst du halt reinschreiben, keine Ahnung, die Klinge war ein bisschen rau und kratzig. Ja, fünfte Rasur oder was auch immer. Man kann, hier oben sieht man noch rechts bei neu, man kann einen Klingenzähler hinzufügen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Die wird jetzt in dem Fall als neu deklariert. Ich das irgendwo noch auswählen? Nein, kann ich nicht. Es ist nur neu. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich mich bisher nie mit auseinandergesetzt. Ich zähle meine Klingen im Endeffekt mit einem wasserfesten Marker auf dem Blättchen oder auf der Klinge selber, gibt einen Punkt und fertig. Ist eigentlich einfacher auf Dauer, weil ich habe auch manche Klingen doppelt und dreifach, also dreifach jetzt nicht, aber manchmal auch doppelt in Betrieb. Mit Gillette Platinum zum Beispiel oder ne, halt so ein paar andere Dinge. Und da ist es dann halt kontraproduktiv, halt so einen Zähler hier in der App zu nutzen, aber es ist jetzt jedem selbst überlassen. So, damit hätten wir hier oben die Rasur gespeichert. Oh, no Razor was selected. Oh, dein Rasierer wieder rausgeschmissen. Warum auch immer. So. Also, er weiß, es gehört zu einer Rasur dazu. So, jetzt können wir auf Speichern gehen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein Bild hinzuzufügen. Der ein oder andere kennst du aus Facebook-Gruppen, da hast du diese Shape of the Day-Bilder dann einmal so schön auf dem Handtuch arrangiert, auf der Waschmaschine, wie auch immer, immer so das ganze Equipment. Da sind wir ehrlich, sowas ist schon zeigbar. Die Dosen sehen ja mittlerweile richtig toll aus. Oder auch der ein oder andere teure Edelhobel. Klar, jetzt hier nicht der Tech Boyland, da können wir mal in 200 Jahren drüber reden, dann ist der edel und toll. Aber aktuell noch nicht. So, packst halt ein Bild dazu, kriegst halt den Text unten mit angefügt, wie so eine kleine Fotokollage, halt ein Bild in den Text halt auch in JPEG-Form. Dann kannst du bei Facebook oder ähnliches, siehst du ja auch oben rechts teilen. Ja, kann man machen, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber ganz ehrlich, wenn du in 20 Rasurgruppen drin bist,
Die einen mögen es, die anderen hassen es. Da kriegt man auch manchmal schon einen starken Gegenwind. Schon wieder ein SOTD, ne? Also Shave of the Day oder Rasur des Tages. DT. So sind sie meistens angekündigt. Und der ein oder andere macht es auch bei den Dingern halt über diese App. So, da ich es nicht mache, gehen wir jetzt einfach unten auf Überspringen. Und somit ist die Rasur auch in der Datenbank gespeichert. Jetzt können wir oben nochmal auf die Punkte gehen. Können auf Rasuren gehen, da sehen wir heute die Rasur, 5. März, einmal nochmal so eine Kurzübersicht, hätte ich jetzt einen Roman dazu geschrieben, gäbe es den auch noch darunter. Das Bild, soweit ich weiß, wäre nicht angegangen. Jetzt können wir uns noch Statistiken angucken, die schauen wir uns aber vielleicht gleich einmal auf dem Handy an. Ist ein bisschen mehr Auswahl, schon ein bisschen mehr Daten gesammelt. Also wie jetzt hier siehst, ein Rasierer, der hat es dieses Jahr gemacht, Nutzungsstand, ach genau, Rasierer, dann kannst du ihn auswählen, die Klinge. Aber ich glaube, das gucken wir uns gleich auf dem anderen Ding an. Es sieht darauf interessanter aus, weil halt was da ist. Eine Bewertung, beste Kombination nehmen wir auch dazu rüber. So, ja, Rasuren, Statistiken, Einstellungen. Ich würde sagen, sind wir jetzt hier auf dem Tablet soweit fertig. Machen wir nochmal eben kurz den Schwenker auf das Handy. Dann sehen wir das Bild wieder hochkant. Und ich würde sagen, ich bleibe mal so getrost auf der Seite. Dann kommt gleich das Handybildchen nach links. Dann mal kurz weiter. So, dann ist das mit dem Tablet, sprich die Installation. Ich hoffe, das ist soweit halbwegs klar. Auf dem iPhone, die Benutzung ist ähnlich, die Installation ist halt anders, klar, beim Apple Store, aber ich glaube, das bräuchte keinem Apple-Nutzer zu erklären, dass er halt nicht mit dem Google Play Store arbeiten kann. Bräuchte zumindest an dieser Stelle. So, das Handy hat 19%. Das sollte jetzt für eine kleine Aufnahme reichen. Ist übrigens ein A51, ja, ein A51 müsste das sein. So, es startet noch, also bitte kurz Geduld. Ich kann eben das Kabel tauschen. Das Kabel hier an dem Tablet, Handy. So. So, Medien und Mikrofon, Aufnahme starten. 3, 2, 1. So, für alle, die jetzt aufgepasst haben, jetzt auf dem Handy. Einfach nur, weil hier ein anderer Datenstand drauf ist, sprich, hier sind Daten vorhanden auf dem Tablet gerade. Das ist halt nur so ein Fake-Datenstand, dass man mal zeigen konnte, was ist. So, ich habe eben gesagt, wir gehen auf das Thema Rasuren einfach mal ein. Also hier, wie ich schon mal so manchmal in meinen Videos zeige, kann man jetzt wirklich jede Rasur zurückverfolgen. Und ja, das sind die Rasuren, die ich mache. Auch wenn ich mal wirklich kein Video dazu erstelle, kommt die hier rein. So. 1, 2, 3 mal der Merkur, 4 mal der Merkur, das war jetzt so die letzte Vierer-Serie. Wobei das oberste, das kommt jetzt erst noch, also erst nach dem Video. Ich glaube doch, ich lade das App-Video jetzt vorher hoch. So, Rossmann, Carsten, genau, Carsten, Gentleman's Barbershop. Weichi, Gießen Forsthof und so weiter und so fort. Störtebeker, Dorco Plastik und hast du nicht alles gesehen? So, das nur mal so zur Übersicht, dass man mal so gucken kann für sich selber, wie es war. Sondern das eigentlich fast Interessantere, wenn man jetzt ein Statistikfetischist ist, Nutzungsstatistiken. So, da können wir uns halt jetzt so vom Kuchen her erstmal direkt angucken. Boah, guck mal, der Pearl Classic Razer, 5-mal wurde der genutzt dieses Jahr. Bei mir mit den Videos vielleicht ein bisschen anders wie bei dem einen oder anderen da draußen. Ich nutze ja auch einen Rasierer, wenn er mir beim ersten, zweiten Mal nicht gefallen hat, noch ein drittes und ein viertes Mal, allein um andere Klingen zu testen oder auch andere Seifen. Aber hier sieht man im Endeffekt schon relativ gut, so in der ganzen Übersicht, wie oft welcher Rasierer dran kam. Und das kann man dann halt noch weiter ausführen auf Rasierklingen. Auch Gillette Platinum, eine meiner liebsten, Trade Falcon dieses Mal. Die Störtebeker Klinge war eigentlich wirklich nicht ganz so schlecht. Die war okay, die könnte ich auch noch mal benutzen. Auch wenn Störtebeker so ein, ja, ich sag jetzt mal, aggressives Thema ist jetzt der falsche Ausdruck, aber naja, gab ein bisschen Gegenwind. So, beim Pinsel im Endeffekt auch noch mal dasselbe. Der Omega, reine Borste in Rot, okay. Rossmann sind die, der Störtebeker Pinsel, also.
da kommt jetzt hier so alles zusammen. Kann man halt sich so überlegen, was war sein liebstes Ding oder was hat auch am besten, wobei am besten funktioniert, ist immer so relativ, wenn man so viel hat. Ups, was da. So, Pre-Shave gab es in dem Sinne, ja. Da haben wir das Pro-Raso und das Sandelholzöl. Ja, eben um die Playstore-Einbildung. Schön toll. Schaum ist auch nochmal schön. So Goodfellas Mild, Savage, Störtebeker, so Goodfellas Sea Citrus. Also sieht man, so Goodfellas ist dieses Jahr recht weit vorne und eine kleine Werbung am Rande, ein komplettes Set Aftershave und Seife für 20 bis 25 Euro. Kein Verraten, aber ist echt nicht übel. So, Werbung vorbei. Ja, so. Also ich hätte bestimmt noch einiges anderes, was man benutzen kann, aber sehen wir dann. So Aftershave, wieder bei mir ganz weit vorne halt die ganzen ASBs. Man halt abends meist rasiert wird und dann ist halt mit, ja, brauche ich kein Aftershave drauf, um dann schlafen zu gehen, 2 Stunden später oder so. Ja, zusätzliche Pflege sieht man hier gar nicht. So, das sind soweit die Nutzschon-Statistiken. So, beste Kombination, ja, das ist so ein bisschen. Ja, letzten Endes zeigt er einem so im Großen und Ganzen an, welche einzelnen Sachen oft mit hohen Bewertungen kamen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht den Fasan. Tretfelgen Carbon, die war ziemlich oft dabei. Ach genau, Rasierer. Es gab eigentlich nur eine Rasur dieses Jahr mit einem 5 Sterne. Also bis jetzt zumindest mit 5 Sterne. Ist halt so diese Kombinationsgeschichte. Das ist jetzt halt dann, naja. Wie aussagekräftig das ist, überlasse ich jetzt im Endeffekt jedem selber. Das ist halt, ja, wie gesagt, was für Statistiker. Gut, dann kann ich die Aufnahme auch zumachen. Ja, was bleibt noch zu sagen? Eine schöne App im Großen und Ganzen, wie ich damals schon festgestellt habe, empfinde ich, war die ihr Geld voll und ganz wert. Sie wäre es eigentlich immer noch. Ob man jetzt mit, ja, ich sag mal, einem gewissen Funktionseinschränkungen halt bei diesem Cloud Sync und Co., ob man damit leben kann, will oder möchte, ist jetzt so dahingestellt. Ich, ja, würde mich schon interessieren, ob es vom App-Entwickler vielleicht noch irgendein Feedback dazu gibt, ob er meint, man könnte jetzt nicht doch mal nach den ganzen Jahren noch mal nachlegen. Wie gesagt, auf meinem Pixel 7 läuft es aktuell nicht und ich habe beim Arbeitskollegen auf dem Pixel 8 nachgeguckt. Da gibt es die App natürlich auch nicht. Könnte mit Architektur und Ähnlichem zusammenhängen. Warum es in den Suchergebnissen vorher nicht drin war, keine Ahnung. Aber wie ihr gesehen habt, sucht per Google nach der App. Und wenn ihr ein Angebot bekommt, hier, guckt im Play Store, da ist die App, dann geht einfach darüber und installiert sie. Also, ne, ich meine, man muss jetzt nicht so wie ich hier über einen Fremdstore installieren, wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Ne. Ich meine, bei Huawei-Geräten der älteren Generation, die halt diese Store-Sperre mittlerweile haben, könnte man es vielleicht auch machen. Aber ich sag mal, ihr werdet schon merken, wo ihr die App letzten Endes herbekommt. Hier auf dem iPhone. Denke ich mal, der Funktionsumfang und die Funktionsart wird wohl ähnlich sein. Ich habe zwar hier irgendwo ein iPhone 7 rumliegen zum Testen, habe die da auch mal installiert, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe da noch nie reingeguckt. Auf dem iPhone gibt es noch eine andere App, die vielleicht interessant sein könnte. Da überlege ich mir mal die Tage, ob ich da noch mal ein einzelnes Video drüber mache. Ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde nur gelabert, ohne irgendein Stück Schaum im Gesicht. Und naja, ich zumindest für meinen Teil, ich werde das mit dem Schaum jetzt gleich noch nachholen. Gleich gibt es eine Rasur. Und ja, mal gucken, mir kam mir gerade die ein oder andere Idee. Von Schaum habe ich schon eine spezielle Idee. Könnt ihr euch drauf freuen. Weil das Produkt habe ich so bisher nur von dem Anbieter gesehen und von noch keinem anderen. Und ich meine, aktuell gibt es das auch nicht mehr zu kaufen. Also es ist halt auch schon ein bisschen was Besonderes. So, dann halte ich jetzt ab sofort einfach meine Klappe. Das war's von mir. Euch noch einen schönen Resttag. Das Video kommt diesmal mittwochs, nicht am Wochenende. Könnt euch die Woche über die App in aller Ruhe angucken, das eine oder andere einpflegen und vielleicht mal selbst ein bisschen rumexperimentieren. Würde mich interessieren, wie ihr die App so findet, wenn ihr euch sie anguckt. Links zum Play Store schmeiße ich jetzt mal einfach, glaube ich, dann doch unten mit in die Videobeschreibung rein. Soweit man sie zumindest darüber bekommt. Dann seht halt ja selber auf eurem Gerät, ob installieren oder nicht da halt steht. Und dann könnt ihr euch austoben. Ja, dann euch noch eine schöne Restwoche. Bis demnächst.